Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part hatten wir das, also die zweite Event gesehen, also das Genesect Event und das andere Meloetta Event. Und außerdem hatten wir uns das Shiny Max Axe gefangen und in diesem Part werden wir uns den Kampf mit N widmen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich liebe Riesenräder, that's what she said. Hey du da, leiste mir Gesellschaft. Nö, tue ich nicht. Du bist ein schwuler Penner, Mann. Lass mich gehen, Mann. Wisst ihr, das Schlimmste ist, hier kommt noch voll so eine krasse Schwulenmucke. So voll... Nee, ne? Ja, seht ihr das mal? Kann ich das nicht skippen? You suck. Boah, warum muss dieser Text unbedingt auch so lange dauern und diese Cutscene an sich dauert mir auch viel zu lange? Mein Gott, was soll denn der Mist? Nee, finde ich irgendwie voll uncool, ne? Nee, steh voll nicht drauf, ne? Also, würde das Mädel anstatt der Trainer hier mit N sitzen, dann wäre es mir noch egal, was der Typ dazu sagen würde. Aber so... Nee, so macht es keinen Sinn, ne? So klingt es voll schwul. Und das finde ich voll uncool. Ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, aber trotzdem finde ich es krank. Blabla, lass gehen. So, N wartet jetzt wieder in seinem Schloss auf uns und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei seinem Schloss. Okay, N befindet sich jetzt vor uns und wir können ihn sofort ansprechen und er wird uns dann, ja, seine Pokés zeigen oder anders gesagt, er wird gegen uns kämpfen. Ich bin überrascht, dich hier anzutreffen, aber du hast recht. Pokémon-Kämpfer sind die Unbekannte in der Formel, die Trainern dabei helfen soll, einander besser zu verstehen. Wollen wir also kämpfen? Klar, gut. Ja, das klang doch vielversprechend, was? Ja, das letzte Mal wollte er nicht gegen uns kämpfen, da wir Reshiram noch nicht angefangen hatten, aber diesmal möchte er anscheinend gegen uns kämpfen. Und der Gute besitzt 6 Pokémon und der lacht sehr skurril auf dem Bild. Oh mein Gott, was soll denn das? Naja, soll nicht mein Problem sein. Ja, was man hier sofort sagen soll, ist, er besitzt 6 Pokémon und, die sind unterschiedlich, also es ist abhängig von der Jahreszeit, die gerade bei euch aktiv ist, sagen wir es mal so. Also ja, es gibt also, er hat also verschiedene Teams für die verschiedenen 4 Jahreszeiten, ne? Ich werde nicht alle zeigen, ich werde nur diese hier zeigen. Ich denke, das hier sollte die Sommerzeit gerade sein. Und, ja, so viel mal dazu. Und, er scheint Feuer-Pokémon drauf zu haben. Okay. Sind es jetzt nur Feuer-Pokémon, die er jetzt rausschicken wird, dann somit wird er diesen Kampf hier locker verlieren. Okay, das ist mal nicht so intelligent von dem, aber egal. Also ich weiß jetzt nicht, ob... Okay, er hat tatsächlich nur Feuer-Pokémon. Das heißt, er hat 4 verschiedene Jahreszeiten und immer doch Pokémon mit einem Typ. Scheint so auf jeden Fall. Also ich habe mir sein Team nicht angesehen, ich habe mich auch gar nicht informiert, ganz ehrlich gesagt. Von daher kann ich das irgendwie nicht wissen. Naja, es scheint aber so zu sein, ne? Okay. Lass mich hören, was dein Pokémon-Team bla bla bla. Ja, ich kann hier nicht allzu viel sagen. Ich meine, er hat nur Pokémon von Typ Feuer. Das ist doch jetzt etwas schlecht für ihn an sich, ne? Also an sich sind Feuer-Pokémon ja stark, aber ich meine, in diesem Fall hat er definitiv einen Nachteil gegen meine, also gegen mein Team. Und wir bekommen Level Up. Sehr gut. Zengulist? Okay, das ist jetzt dennoch kein Pokémon, das ich irgendwie töten könnte. Okay, doch, warte, warte. Ich versuche es mit Icy zu töten. Sollte an sich klappen, ne? Ey, er sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich muss sagen, der sieht gar nicht mal so dumm aus. So, Icy. Ah, ich denke nicht, dass aus diesem Solarstrahl was wird. Sowieso sind wir von Typ Elektro. Okay. Naja, ich hatte komplett vergessen, dass der Typ vorhin Sonnentag angesetzt hat. Ist mir gar nicht irgendwie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich lasse den mal sterben. Ja, ich lasse mal Revolt Kid sterben, denn ansonsten wird es viel zu unfair, gegen den jetzt zu kämpfen, ne? Ich möchte auch andere Pokémon in diesem Kampf hier benutzen. Na, ich meine, das kann man auch machen. Aber man muss schon sagen, dass deine Pokémon gar nicht mal so schwach sind. Level 80, also ich schaue schon so sehr gut. So, ich wechsle hier mal zu Starman, dass seine Schnelligkeit sehr gut ist. Und ja. Ach ja, für die, also, ach, nee, also nicht für die, an sich für allgemein.
Ich wollte ja meine Pokémon EV trainieren, habe ich mal gesagt, ne? Und ich habe jetzt ein Programm gefunden, also mir wurde es von einem geraten, einem, ja, treuen Abonnenten, sagen wir es mal so, mir das Ganze runterzuladen und damit konnte man dann sein ganzes Team EV trainieren, wie man wollte, möchte, sollte. Und ich habe meinem ganzen Team dann die Attacken, also die Werte beigegeben, die ich haben wollte. Das heißt, meine Pokémon sind jetzt viel stärker, als sie vorhin waren, sagen wir es mal so. Okay, mein Emulator spackt gerade sehr krass rum. Das ist meistens, wenn irgendein Antivir-Programm gerade am Rumspacken ist oder irgendetwas in diesem, in dieser Art. Alter, was soll denn der Mist? Also ich habe die meisten meiner Pokémon jetzt auf die Initiative und auf den Angriff gesetzt. Aber dennoch sind die Pokémon von ihm schneller als meine. Was soll denn der Mist? Alter, warum? Hallo, was los? Okay. Naja, ich hoffe mal, dass das ganz banal ist. Also ganz banal, normal, whatever. So, ist das jetzt sein letztes oder sein zweitletztes? Ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst. Ich denke aber sein zweitletztes. Ich setze hier mal Icy Bein. Dumm, doof. Ah, verdammt. Temposchub, ach ja, Ninjask. Ich hasse dich, Ninjask. So, hier nehme ich mal glatt Boss Ape. Denn dieses hier können wir locker mit einer Feuerattacke töten. Und ihr habt gerade bestimmt diese geile Animation hier von meinem Tauchball gesehen. Ja, ich habe auch einige Pokémon, also ihre Bälle getauscht, also gewechselt, geändert, indem sie gefangen wurden. Das kann man auch mit diesem Programm machen. Der Programm, also das Programm, der das Programm, keine Ahnung, heißt PokéGen. Also einfach PokéGen. Könnt ihr auf Google eingeben, dann solltet ihr das Ganze auch runterladen können. Und dann, ja, müsst ihr auch schon selbst irgendwie damit klarkommen. Ja, es hat was mit dem Emulator zu tun und mit dem Save State, also frag mich nicht, wie es geht. Also, ja, da müsst ihr schon selbst informieren, denn es ist viel zu kompliziert, um euch das Ganze irgendwie erklären zu können. Ich würde es nicht mal schaffen, denn ich habe es selber erst sehr spät irgendwie gecheckt, ne? So viel mal dazu und ich denke, das hier ist jetzt sein letztes. Er hat jetzt an sich drei Feuer-Pokémon und drei Pflanzen-Pokémon irgendwie, ne? Ach, das kann es nicht geben. Ey, da hat der Typ genau das passende Geschlecht. Mein Gott, ey, die Chance war ja 50-50, ne, so an sich war schon möglich, ne? Ja, ich denke, komm, greif mal an, mach mal was. Ich da vorliebe, na klar, das gibt es auch nur in dem Spiel hier, ne, das kann's woanders nicht geben. Ey, wie kann man sich in einem Pokémon-Kampf verlieben, ohne Spaß, ey, das kann's nicht geben. Ey, das gibt's nicht. Ich glaube, dass hier wird dieser Penner ja nicht mehr überleben, oder? Okay, wir werden es trotzdem nicht überleben. Da wir den Schaden von Flammenblitz zurückbekommen, werden wir hier also Märtyrer spielen und uns selber in den Tod reißen, was irgendwie auch sehr cool ist. Dein Pokémon-Team freut sich, es freut sich mit dir zusammen zu sein. You don't say, das kannst du gar nicht wissen, Mann, was läuft mit dir? Ich erinnere mich an etwas, dass Reshiram einmal zu mir sagte. Warum geben sich Reshiram und Zekrom mit uns Menschen ab? Offenbar, weil sie sich davon neue Perspektiven erhoffen. Doch laut Reshiram gibt es in der Wildnis auch viele Pokémon, die es vorziehen, aus eigener Kraft Stärke zu erlangen. Für ein Pokémon bedeutet Freiheit, sich zwischen diesen verschiedenen Lebensstilen entscheiden zu können. Reshiram sagte, genau dies verbinden die Menschen und die Pokémon auch miteinander. Für mich beginnt nun eine neue Reise. Es gibt auf der Welt noch viele Pokémon, mit denen ich dringend reden möchte. Außerdem hält sich irgendwo da draußen noch ein gewisser Trainer auf, bei dem ich mich bedanken möchte. Ja, er meint Dread. Ja, den einen Trainer aus dem ersten Spielverlauf. Und ich denke, hier oben gibt es nichts mehr, ne? Nope. Nee, hier gibt es auch nichts. War irgendwie logisch, ne? So, und ich kann mir uns hier auch jetzt rausbegeben. Hier gibt es an sich auch nichts mehr. Kann ich mich auch hier jetzt durch die Wände teleportieren? An sich schon, aber ich kann es hier gerade nicht machen. Okay, ja, das war's also zum Kampf mit Anne. Also war an sich sehr cool, so ein sehr cooler Kampf. Ja, ich denke, ich hätte viel mehr Schwierigkeiten gehabt, wenn mein Team so wäre, wie es vorhin war. Also ich meine, ich habe es jetzt einigermaßen geändert. Ich kann euch das Ganze auch mal zeigen, aber ich warte mal zuerst, bis ich hier raus bin.
Okay, wir sind draußen, ne? Warte, wo geht denn das? Hier? Also, ach, verdammt. Okay, so. Ey, fast mein ganzes Team ist hierbei gestorben, ey. Jetzt geht's nicht. Also, ihr seht schon ganz oben, warte, ich kann den Mauszeiger mal benutzen. Ja, hier. Hier seht ihr den Mondball, ne? Also, ich habe das so geändert, dass er ihm einen Mondball entwickelt, also gefangen wurde, obwohl das gar nicht war. Also, ich hatte den, glaube ich, am Anfang mit einem Pokéball gefangen oder so. Also, man kann das wirklich ändern, wie man Bock hat, ne? Außerdem habe ich sein Wesen ja auch geändert, solo. Vorhin war es was ganz anderes. Ja. Vorhin hat er gar kein Wesen gehabt, also kein Wesen, das irgendwie etwas mit seinen Werten verändert hätte. Aber ich habe das geändert, ne? So, bei dem hier seht ihr gerade einen Tauchball, ne? Ich wollte das unbedingt machen, dass es einfach sehr cool aussieht, wenn man ein Starter-Pokémon, zumal ein Feuer-Pokémon, in einem Tauchball hat. Ey, das ist einfach geil, ne? So, Aaron habe ich hier mit einem Turbo-Ball gefangen, anscheinend, ja. Und Starman mit einem Liebesball, oder wie man das auch nennen möchte. So, Hermes war schon im Meisterball gefangen worden, von daher keine große Änderung. Und an sich war es das auch, ne? Wo können wir uns jetzt mal hin teleportieren? Nicht hier. Ich bin so dumm, ich habe nichts mal gedrückt und ich sage schon, ja, nicht hier, nicht da, irgendwo. Ich denke, wir gehen jetzt sofort zur Pokémon-Liga, ohne viel rumzuspacken. Und ich denke, das wird auch der letzte Part sein, Leute. Ja, ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir dann, ja, die Pokémon-Liga machen. Nochmal, das letzte Mal. Das wird auch der letzte Part sein, wie gerade erwähnt. Und damit werden wir dieses Projekt hier endlich mal beenden. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Ich sage Tschüss, euer Bladius.